Mein Name ist Martin Horn, ich bin vom Institut für intelligente Systemtechnologien, Lehrstuhl Regelungstechnik und mechatronische Systeme. Und in dem Vortrag geht es um automotive Regelungssysteme. Zunächst eine Drosselklappenregelung, dann ein aktives Fahrwerk, das auch anhand eines Laborexperiments demonstriert wird. Und zum Schluss wird die Regelung einer aktiven Hinterachse demonstriert. Und anhand eines Videos wird anschaulich gezeigt, wie so ein System dann in einem Fahrzeug funktioniert.